Name ist Stefan Kuxer, ich bin Schauspieler. Wir befinden uns hier im Landesmuseum in Vaduz, wo wir heute Abend eine szenische Lesung gemacht haben. Molière trifft Rousseau. Das war eine sehr schöne Erfahrung, in einem Museum eine solche Aufführung zu machen. Wir haben in verschiedenen Räumen gespielt, sind hier sehr herzlich willkommen geheißen worden. Und es ist einfach auch was anderes, in solchen Räumen zu spielen, als wie wenn man jetzt in einem Theater auf einer Bühne spielt. Wir hatten das Publikum rund um uns herum sehr nahe, zum Teil 2 bis 3 Meter von uns entfernt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen uns, dass Sie auch morgen, spielen wir noch, am Donnerstag und am Freitag, dass Sie kommen zu uns um 6 Uhr ins Landesmuseum. Ich heiße Regula Karauwila. Ich befinde mich gerade im Landesmuseum in Vaduz, wo wir heute eine schöne Vorstellung gespielt haben. Das Stück heißt Rousseau im Spiegel des Molière. Wir geben da ganz amüsante Szenen aus dem Menschenfeind von uns. Und es gibt, glaube ich, noch Plätze. Morgen und übermorgen spielen wir es nochmal, also Donnerstag und Freitag, und freuen uns über viele Zuschauer. Mein Name ist Dimitri Stapfer. Ich bin hier im Landesmuseum in Vaduz und wir spielen hier den Rousseau im Spiegel des Molière. Und was soll ich erzählen? Ich freue mich auf viele Besucher, auf spannende Liechtensteiner. Das Völkli kenne ich noch nicht so und ich freue mich, ein paar von euch kennenzulernen. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Jürg Fankhauser. Ich komme aus Twann am Bielersee. Ich bin hier heute Abend, weil ich mit Georg und mit meinen Kollegen, Kolleginnen hier Theater gespielt habe. Das ist das Landesmuseum Liechtenstein in Vaduz. Und weshalb ich das hier ein bisschen speziell finde, in diesem Museum zu spielen, ist, es ist ein an sich kalter Raum mit Steinboden, mit einer kühlen Decke, mit viel Hall, also wir haben ganz bestimmt langsamer gespielt als normal, weil das einfach sonst viel zu viel Hall gibt. Und was auch speziell ist, ist diese Fotoausstellung mit all diesen Berühmtheiten, die einem da zugucken, einige mit grimmigem Gesicht, andere fröhlich, lachend. Und wenn man da so spielt und rumgeht und da schaut mich Frau Merkel an, da schauen mich all diese Schauspieler an, diese Leute, die grinsen, die sind irgend in einer Pose, dann habe ich schon das Gefühl, ja, das ist eigentlich ganz schön, mit diesen Leuten da zusammen zu sein, auch wenn man mit ihnen nicht reden kann. Jean-Jacques Rousseau, den ich spiele, das ist ja wirklich nicht ein Mann der Gegenwart. Der hat im 18. Jahrhundert, besser gesagt, hat der die Welt verändert mit seinen Ideen. Das war ein außerordentlich interessanter Mensch mit unglaublichen Ideen, gleichzeitig ein äußerst schwieriger Mensch. Die Leute, die mit ihm zu tun hatten, waren zum großen Teil nicht glücklich mit ihm. Und doch, wenn wir heute die ganze Diskussion schauen um die Globalisierung, um die Umweltzerstörung, um die Klimaveränderung, um die ganzen Sachen, dann muss ich sagen, Rousseau hat das alles vorweggenommen. Er hat die ganzen Skandale, die ganzen unmöglichen Dinge, die wir heute machen, schon gegeißelt. Und das vor 250 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Also der Mann hatte wirklich etwas drauf und hatte wirklich was zu sagen und hat die Welt verändert. Er hat die Welt verändert. Und dieses Stück, Rousseau im Spiegel des Molière, das ist eben diese Zeit im Spiegel von heute. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Stück.